Yo, meine Freunde, willkommen bei einer neuen Sendung. Heute mal mit einem Special-Video, bei dem ich mal ein bisschen auf die Arbeiten eingehen wollte, die ich sonst neben diesen Vlogs mache, die ihr hier auf dem Kanal seht. Viele fragen sich immer auch, was eigentlich meine Arbeit ist und womit ich mich sonst die ganze Zeit beschäftige. Oder viele haben vielleicht auch noch nie gesehen, was ich gemacht habe. Deswegen dachte ich mir, wir schauen heute mal zusammen einfach mal ein bisschen ein paar von den Filmen rein, die ich gemacht habe. Dazu gehen wir mal auf meine Website, die habe ich jetzt neu bearbeitet, werde ich auch noch ein Video zu machen. alexziu.de und da seht ihr das Ganze jetzt mittlerweile komplett fresh mit meinem neuesten Buch, das ich mit Manu zusammen gemacht habe, dem Podcast, den ihr auch finden könnt, auch auf meinem Kanal hier bei Spotify bzw. anderen Plattformen. Hier ist das Menü, hier noch ein Blog. Könnt ihr mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Vielleicht hat noch der ein oder andere ein paar Ideen, was man da mit reinpacken könnte, was wichtig für eine Website wäre oder gerade für meine. Jetzt gehen wir mal hier auf den Punkt, meine Masterpieces, Filme für andere. Jo, starten wir gleich mit dem ersten, den ich mit Perspective 2 gemacht habe. Yes, und der Film ist entstanden 2020, als ich für ein paar Monate unter anderem neben dem B11 auch bei Perspective 2 ein bisschen Zeit verbringen konnte, zusammen mit ihm immer unterwegs war, auch immer schön Vlogs gemacht habe. Und unter anderem ist dann dieser Film entstanden, weil ich gemeint habe, ich fände es ziemlich cool, einfach dem Alex auch einen Film zu machen für seinen Kanal. Alex ist selbst Fotograf und hat mir auch in der Zeit ziemlich schöne Bilder gemacht. Und ja, schauen wir mal rein, was es da zu sehen gibt. So, das ist hier gerade beim Alex am Desk, während er irgendwie seine Bilder bearbeitet. Rausgegangen und ich habe versucht, verschiedene Szenen einzufangen, wie er gerade am Fotografieren ist und gleichzeitig auch noch die Perspektive von dem, was er fotografiert, zu zeigen, dann ein kurzes Bild einzublenden und so sind wir dann am Platz der Opfer des Faschismus entlang gelaufen, haben verschiedene Perspektiven eingefangen und ich habe dann immer versucht, mit der 360-Grad-Kamera die einzelnen Szenen einzufangen, mal aus einer Perspektive um ihn herum, wie jetzt hier zum Beispiel. Oder auch versucht, so Wechsel zwischen den Bildern zu machen, wie jetzt hier gleich im nächsten. Alex hat auch noch ein paar Shots mit eingefangen, die man hier sehen kann. Mega gut. Ich feiere den Film immer wieder. Ja, und der ist jetzt seit über einem Jahr online. Könnt ihr mal reinschauen. Könnt auch bei Perspective 2 vorbeischauen. Ich verlinke das Ganze mal oben rechts. Und das war eines der Projekte. Gehen wir gleich zum nächsten. Ist auch während der Pandemie entstanden. Da habe ich die Carla in ihrem Studio besucht. Das im Defet, Galerie Defet Haus ist. Und zwar den Kunstkeller. Thank you.
Name ist Carla Köhler. Ihr befindet euch hier mit mir in meinem Atelier im D4-Haus in Nürnberg. Mein Atelier heißt Kunstkeller. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, befinden wir uns im Keller. Und ich bin ja, und insgesamt, wie ihr jetzt schon gesehen habt, ich finde es immer super wichtig, dass man einfach von den Leuten, die Kunst machen, aber auch einfach all die Leute, die irgendwas präsentieren und irgendwas zu zeigen haben, dass man die mal einfach wirklich direkt vor der Kamera sprechen sieht. Und beim Alex seht ihr mittlerweile auch, gibt es mehr Videos, wo er auch mal ein paar Updates gibt und direkt in die Kamera spricht, dann kann man den viel, viel besser greifen. Und hier gerade bei der Carla fand ich es so wichtig, dass man eben einfach mal auch direkt ins Studio kommen kann, sehen kann, wie ist das Ganze da aufgebaut, wie arbeitet Carla eigentlich. Und dann auch mal ein paar O-Töne von ihr, damit man versteht, um was geht es in ihrer Arbeit, womit beschäftigt sie sich, wie macht sie das Ganze. Und ja, weil das ganz wichtig ist, weil wir oft denken, die Leute, die werden das schon irgendwie alleine herausfinden, aber wenn man es ihnen nicht erzählt, passiert erstmal gar nichts. So, haben wir nochmal ein bisschen rein, was Carla genau macht. Künstlerin, schaut euch um, ihr seht hier schon einige von meinen Arbeiten. Und ich würde euch heute einfach gerne vorstellen, was ich so mache und wie das Ganze auch so geht. Meine Arbeiten sind eine Mischung aus Malerei und Bildhauerei. Ich mache viel Architekturansichten, Stadtansichten, Silhouetten, Hochhäuser. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich gehe raus, ich fotografiere oder zeichne und zwar immer Linien, die bei mir im Blick haften bleiben. Und das sind meistens Silhouetten von Häusern oder ganze Skylines. Ich kann es euch hier mal zeigen am Beispiel eines Hochhauses in Nürnberg. Kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Das ist in Aibach der Einsteinring. Da mache ich dann ein paar Fotos und mehrere Zeichnungen dazu. Und die Zeichnung, die mir dann am besten gefällt, die wähle ich aus. In dem Fall war das diese hier. Und von der Zeichnung mache ich einen Scan, wandle das um am Computer in eine Vektorgrafik und dann lasere ich die Zeichnung aus Holz- oder Acrylglasplatten aus. Das mache ich im FabLab, FabLab Region Nürnberg, an der Stadtgrenze. Dort gibt es Laser, auch viele andere tolle Geräte, aber der Verein ist prima. Und da kann man alle möglichen Projekte umsetzen. Meins ist die Kunst. Und ich zeige euch jetzt mal hier am Beispiel von der Zeichnung, die ihr gerade gesehen habt. Da wird die Platte in den Laser eingelegt und der Laser schneidet die Zeichnung aus dieser Holzplatte raus. Fixiert ist es mit diesen Tapes, damit ich die einzelnen Stege unterwegs nicht verliere, bis ich hier im Atelier bin. Und um dann so eine große Leinwandarbeit zu machen, funktioniert es folgendermaßen. Ich suche eine Leinwand aus und lege die Stege auf. Das habe ich hier schon mal mit dem Nürnberg-Motiv vorbereitet. Das heißt, ich schaue, welche Größe von welcher Laserarbeit passt zu welcher Leinwand. Dann werden die Stege bemalt und die Leinwand wird bemalt. Und dann kommen die Stege auf die Leinwand drauf. Yes. Also ihr seht, es ist super interessant und mich freut es jedes Mal, mit Leuten ihre Sachen einzufangen, das Ganze in einen Film zu packen für sie, damit die Leute, die eben daran Interesse haben, das auch finden können. Und mit der Carla war das richtig cool. Die letzten Projekte, die wir gemacht haben, eigentlich bis jetzt jedes. Immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir einfach losgelegt. Carla hat kurz was vorbereitet. Ich kam mit der Kamera vorbei und wir haben das schnell eingefangen. Und mittlerweile sind, glaube ich, schon knapp 4 bis 5 Filme entstanden. Verlinke ich oben rechts. Der nächste Film ist aus dem Künstlerhaus. Und zwar, kurz dazu, ich habe eine Zeit lang fürs Künstlerhaus in Nürnberg, das direkt am Hauptbahnhof, Filme gemacht. Einmal von Ausstellungen, aber auch vom Sommerfest und genau, habe dort ein bisschen unterstützt mit Filmen, hatte da auch kurzzeitig die Pixelwerkstatt für bestimmt, ja, gar nicht so kurzzeitig, 1 bis 2 Jahre, glaube ich sogar, und habe dort immer Workshops gegeben. So ist dann auch dieser Film entstanden. Da ging es explizit um die Kunsthalle, die im Künstlerhaus drin ist, direkt, wenn man in den Eingang reinkommt
und die ersten Treppen hochgeht. Da kam ich an. Ich wusste auch ehrlich gesagt überhaupt nichts über die Ausstellung. Das ist immer ganz wichtig, dass man sich da mal ein kleines Bild macht vorher, was man eigentlich filmt. Und dann kam ich dort an, habe mich erstmal ein bisschen umgeschaut, habe überlegt, wie man das Ganze einfangen könnte. Und dann habe ich einfach losgelegt, genau. Und raus kam das. Kuratiert wurde. In dieser Ausstellung werden 5 Gegenwartspositionen von 4 Künstlerinnen und einem Künstler in den unterschiedlichen Räumen zum Thema der Zeichnung dargestellt. Einer meiner Lieblingsfilme eigentlich bisher, die ich gemacht habe. Und ihr habt gesehen, so viele verschiedene Perspektiven, mal an einem Objekt ganz nah dran, mal ein bisschen weiter weg. Und das Interessante ist immer, man kommt ja irgendwo hin und man weiß noch nicht, wie man diese ganzen Sachen einfangen wird. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Fernsehsendungen seht, die kommen dann meistens mit irgendeinem Skript, das wurde alles komplett vorbereitet und die wissen, was sie abholen werden und die haben ihre festen Fragen, die sie fragen werden. Aber ich habe ganz, ganz oft das Vergnügen, dass ich irgendwo hinkomme und ich habe keine Ahnung, wer dort sein wird, wer mit mir sprechen wird, wer überhaupt irgendwas sagen werden wird und auch wie werde ich die ganzen Sachen danach zusammenpacken, mit welcher Musik. Das ist eigentlich alles... Das passiert dann einfach so im Fluss. Und deswegen finde ich immer wieder interessant, wenn Leute sagen, die müssen immer erst alles auschecken und die müssen alles erst ganz genau planen, weil die meisten Filme, die ich gemacht habe, die gäbe es nicht, wenn ich alles nur komplett planen würde, weil vielleicht wäre dann nichts entstanden. Aber wenn wir jetzt hier gerade schon bei dem Film waren, schauen wir mal, was gibt es noch? Oh, das ist auch ein richtig cooler Film, der auch einfach so entstand. Arthur kam irgendwann im Lindley Lindenberg zu mir abends und meinte, der will jetzt einfach einen Film machen und kurz aus seinem Buch vorlesen, aus seinem neuesten. Da schauen wir jetzt mal rein. Ein ganz kurzes Stück, begleitet mit Gitarre. Heute senden wir Poetry aus dem Hotel Lindley. Es wird gleich ein Liebesgedicht geben, passend zu unseren apokalyptischen Zeiten, Pandemiezeiten. Es geschah vor unseren Augen. Und dann stand ich immer mit dem Gimbal daneben und habe immer hin und her geschwenkt. Dass du mich einmal geliebt hast, habe ich jetzt dann verstanden, als das Weltende kam.
und es geschah vor unseren Augen. Welten, Maschinen legten sich schlafen, Wolken setzten sich auf ihre Stühle und träumten weiter. Denn Sackgassen, gediehen Gänseblümchen und Mörder und Füße gebaren keine Steine mehr. Die auf die Wanderung der Jahreszeiten warteten. Und ich konnte nicht mehr einschlafen. Da die Nacht vergessen hatte, unsere Zimmer und Räume zu schließen, irdischen Horizonte stritten nicht mehr miteinander. Die Sonne durfte endlich ihre Uniform ablegen, dem Diktat der Astronomie eine Absage erteilen. Letztlich bekamen unsere Worte die Bedeutung, die wir der Welt immer anheimgestellt haben, um zu überleben und zu feiern das Sterben. Und der Glaube an unser Dorf zerbröselte nicht. Wir gingen bloß nach draußen, um unsere Fingernägel zu schneiden. Und just geschah es vor unseren Augen. Ja, und gleichzeitig musste mich also durchgehend irgendwie selbst muss ich mir überlegen, wohin schwenke ich die Kamera, wann zeige ich was, wann blende ich jetzt aus, wann schaut mich der Arthur mal an, während ich eigentlich zur Kamera, während ich zur Gitarre filme und will er jetzt vielleicht wieder ins Bild und so, alles, das ist alles spontan. Ja? Und ja, so entstehen die meisten Filme bei mir und wäre nicht entstanden. Weshalb ich auch immer sage, einfach mal, wichtig, einfach mal losgehen, einfangen. Und wir haben oft heutzutage nicht mehr die Zeit, dass wir die ganze Zeit darauf warten, ein Skript zu haben und eben alles vorzufertigen. Das ist aus der alten Welt, so hat man das früher gemacht, als man noch alles so in einem starren Format gemacht hat. Und das Coole daran ist, dass ihr alles noch viel, viel realer seht. Ihr habt vielleicht manchmal halt nicht so den perfekten Ton, aber ihr werdet einfach die Menschen mal viel, viel natürlicher leben. Ihr werdet sie reden hören und immer wenn die Menschen reden und ihre eigenen Projekte vorstellen, kann man das einfach viel, viel besser greifen. Ja, das erlebe ich immer wieder und das ist so der krasse Unterschied zu irgendwelchen Imagefilmen, in denen alles schön geschnitten und gefilmt wurde und der Filmemacher sozusagen die komplette Arbeit macht. Ich glaube, man kann die meisten Sachen gar nicht mitnehmen, wenn man die nicht irgendwie, wenn nicht die Leute selbst reden, die das eben machen. Ja, also wie hier jetzt zum Beispiel der Arthur oder sonst eben die Carla oder Alex jetzt. Da gibt es nämlich noch einen, den ich gemacht habe. Und zwar ist der von Ahoy Maya. Nee. Ahoy Maya. Genau. Das ist der Kanal von Ahoy Maya. Und mit dem Maya habe ich immer coole Filme im Coda Dojo gemacht. Genau. Und hier stellt die Maya mal den Coda Dojo vor. Falls ihr den Coda Dojo noch nicht kennt und in Nürnberg seid oder aber auch in anderen größeren Städten. Ich erzähle euch gar nichts. Maya macht das viel, viel besser und erklärt euch mal, was ein Coda Dojo genau ist. Freunde, ich bin's wieder, Maya, mit einem neuen Video am Start. Und zwar wollte ich euch heute das Coda Dojo zeigen. Ihr seht, es ist ein anderer Hintergrund. Ich bin nämlich im Tollwerk. Und da hinten sitzt schon der Jörg. Und mein Kameramann, der Alex. Kann sich versuchen, selber zu finden. Ich sitze hier im Tollwerk und wollte euch heute mal einen Trailer, also einen selbstgemachten Trailer, über das Coda Dojo zeigen. Das Coda Dojo, vielleicht kennt ihr das noch gar nicht, das Coda Dojo ist ein kleiner Club für Kinder, in dem sie programmieren lernen können, sei es Roboter bauen
also aus Bausätzen Roboter bauen können, aus Scratch ein Spiel programmieren können. Dann gibt es noch viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel den Calliope oder auch Filme machen. Und ja, der Alex, der kann euch helfen beim Filmen machen, sei es auch YouTube-Kanal erstellen oder coole Videos zu schneiden. Ich werde euch dann jetzt mal das Coda-Dojo zeigen. Es sieht ziemlich wild aus, weil heute ziemlich viele Gäste da sind. Und ja, dann zeigen wir es gleich mal. All die Kinder, die da kommen, die haben so Bock, Sachen zu machen. Ja? Also wenn man das mal vergleicht mit Erwachsenen, das ist so interessant. Und was für Ideen die alle mitbringen. Ne? Gibt euch diese krassen Filme. Spiel programmiert mit jemandem. Also zum Coda-Dojo bin ich gekommen und mein Vater, der hat das auf einmal gesehen. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, der hat das irgendwo entdeckt, dieses Coda-Dojo, also diesen Club. Und dann hat er mal geguckt bei den Mentoren und dann hat er gesehen, dass das alte Schulfreunde von ihm sind. Und dann sind wir da sofort hin und mir hat es so gut gefallen, dass ich jetzt immer noch dabei bin. Am liebsten mache ich momentan das Filme drehen, das macht eigentlich ganz Spaß. Und das Fotografieren. Danach kommt einerseits das Roboter zusammenbauen. Also was heißt Zusammenbauen, das Roboter programmieren, wir haben nämlich einen Bausatz immer noch dabei. Und ja, vielleicht werde ich dann später mit dem weiterarbeiten. Folgt mir auch gerne noch auf Instagram. Bitte abonnieren, ein Like gelassen und als E-Tutorial die Glocke aktivieren. Bis dann. Deb. Maya geht ab. Maya hat auch eine eigene Website, die hat sie auch öfters mal abgedatet mit neuen Sachen und so. Und ich finde ganz interessant, Maya am Schluss hier zu bringen, weil das so krass ist zu sehen, wie Kinder sind oft so viel freier im Reden und die können einfach mal erzählen, was sie an Gedanken haben. Und wir Erwachsenen haben ganz oft ein Problem, die Dinge zu teilen, an denen wir arbeiten. Oft haben wir uns noch gar keine Gedanken gemacht, aber wir würden uns auch meistens beim Erzählen schon total beschneiden, weil wir Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Irgendwas zu erzählen, was dann irgendjemand bewertet und irgendwas kritisiert. Und vielleicht ist es ja nicht richtig gewesen, was wir dann gesagt haben. Deswegen sagen wir dann ganz oft lieber gar nichts. Ja? Und ich glaube, das ist ganz oft das Problem bei den meisten Leuten, die das ablehnen. Ich treffe sehr viele Menschen, die sagen dann, ja, nee, ich habe irgendwie ist mir das unangenehm zu filmen. Ich mag nicht vor der Kamera sprechen. Das ist nichts für mich. Und eigentlich sagen die Leute in solchen Fällen vielmehr, ich habe Angst, ich schäme mich, ich habe Angst, kritisiert zu werden oder ich habe das noch nie geübt. Und deswegen mal einfach an euch weitergegeben, einfach für die Zukunft, für alle, die sagen, die wollen sich da ein bisschen vorbereiten, aber auch einfach mal das Sprechen üben, weil nur vor der Kamera sprechen ist ja nicht nur für die Kamera, sondern wir üben ja dann auch das Sprechen. Setzt euch einfach mal hin, setzt euch eure Kamera auf und überlegt euch mal ein bestimmtes Thema, was ihr reinsprechen werdet und schaut euch das dann einfach mal danach an. Und wiederholt einfach mal diese Sachen, weil ihr werdet sehen, das ist etwas, was vielleicht am Anfang ein bisschen nervig ist, ein bisschen anstrengend, aber ihr werdet sehen, es ist ziemlich cool, dass ihr mit der Zeit einfach viel, viel flüssiger reden werdet. Ihr werdet viel, viel weniger überlegen, was ihr alles sagen müsst und ihr sagt es dann einfach. Und das macht natürlich dann, wenn ihr mal gefilmt werdet, alles viel, viel besser. Und deshalb sollten wir uns immer klar sein, wenn wir heute schon geübt haben und uns ein bisschen Gedanken gemacht haben, dann werden wir kein Problem haben vor der Kamera und dann schauen wir uns den Film später auch gerne an, anstatt uns dann zu schämen. Und falls ihr sagt,
ihr findet das Ganze super cool, ihr wollt auch irgendwie einen Film bekommen, sagt mir Bescheid, vielleicht starten wir mal was bei euch. Oder ihr sagt, ihr habt vielleicht Videomaterial, was ihr irgendwie geschnitten bekommen wollt, weil ihr gesagt habt, euch gefällt der Style, den ich da mache, sagt auch Bescheid. Und was ich mir jetzt überlegt habe, seit einiger Zeit, das wäre ziemlich cool. Ich glaube, Menschen filmen schon immer sehr viel, aber die kennen niemanden, der irgendwas für sie schneiden würde. Und einen Filmemacher kann man meistens nicht fragen, weil das sind dann irgendwie, dann zahlt man dem irgendwie 400-500 €. Und ich habe mir gedacht, vielleicht hat irgendjemand Bock, dass ich ihm mal auch einen Vlog schneide oder halt einfach irgendwelche Urlaubsvideos oder irgendwie, weiß Gott, was eben, wo ihr irgendwie on Tour wart oder so. Ihr macht mir einfach ein Paket klar auf Google Drive oder sonst in irgendeinem File-Hoster, schickt mir die Daten zu und ich kann die dann schneiden. Ich hätte gesagt, schreibt mich einfach mal an, lasst mir einen Kommentar da oder schreibt mir direkt per Mail. Und jo, ansonsten sehen wir uns dann in einem dieser nächsten Videos und bis dahin wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Macht es gut, meine Freunde.